Du greifst mit dem Arm in die schwarze Brühe und er sinkt immer tiefer. Der sinkt immer tiefer. Du bist bis zum Ellenbogen drin, dann geht's an den Oberarm und dann mittlerweile schon dahin, wo die hochgekrempelten Ärmel sind. Und du merkst, du bist immer noch nicht unten, aber irgendwie ist das so ein Sog. Es ist fast so, als würdest deine Hand noch tiefer ziehen. Und du hängst so halb über der Badewanne drüber und du bist dir eigentlich sicher, dass du längst am Grund angekommen sein müsstest, aber es geht immer noch tiefer. Dann plötzlich hast du fast das Gefühl, dass du verlierst gleich das Gleichgewicht und fällst in diese Brühe rein, spürst du plötzlich etwas zwischen den Fingern und du packst es einfach und ziehst panisch und tatsächlich hast du den Pümpel in der Hand. Spritzt einmal diese schwarze Brackölflüssigkeit an die Wände und landest auf dem Arsch. Und die Wanne gibt ein hässliches Glucksen von sich. Der Pegel sinkt circa um 1 Zentimeter und dann hörst du das Geräusch von einem verstopften Abfluss. Und das war's. Mehr tut sich nicht. Ja, versucht dann mit dem Pömpel tatsächlich den Abfluss zu bearbeiten. Also ich nehme an, es ist jetzt wieder verstopft, ne? Also sorgenvoll gucke ich mir diese Flüssigkeit an und ich weiß genau, den Arm werde ich nicht nochmal reinstecken. Aber ich nehme den Pömpel und versuche damit den Grund zu ertasten. Während du versuchst, ihn zu ertasten, spürst du wieder das gleiche Gefühl wie vorher, dass du immer noch ein kleines bisschen tiefer müsstest, als es angenehm wäre, wenn du den Grund erreichen willst. Ich werde meine Hand nicht noch einmal reinstecken. Zur Not lasse ich den Pümpel los und gucke, ob er stehen bleibt. Müsste er auf der Höhe stehen bleiben in der Badewanne? Der versinkt komplett. Du bist bestimmt schon, dein Arm ist wahrscheinlich ungefähr 3/4 Meter lang. So tief bist du auf jeden Fall schon in der Badewanne. So hoch ist die ganze Wanne nicht. Ja, Ja, ich sehe es. das Wasser läuft einfach nicht ab. Ja, kommen Sie raus. Dr. DeHemmerel hätte sich, wäre bei Mills geblieben, er hätte sich neben ihn gekniet und zugehört, was er noch so von sich gibt, aber langsam wird Dr. DeHemmerel ungeduldig und ruft in Richtung Katz. Was ist denn da los da vorne? So, Minage, machen Sie sich erstmal die Hände wieder sauber und dann schreiben Sie bitte auf, dass sich hier ein Hausmeister diese Brühe ansieht. Das muss nicht mehr heute passieren, aber spätestens morgen wird das der Fall sein. Also Ihre Aufgabe, dass Sie da einen Termin vereinbaren. Ich mache eine Notiz, Sir. Gut, die Henry, wir müssen auch noch zu einem zweiten Tatort. Ich möchte Sie jetzt darum bemühen, dass Sie jetzt irgendwas auslösen, weil sonst wird Ihr Buch auch nicht geschrieben. Und wenn das hier nichts bringt und er hier einfach nur katatonisch sitzt, dann können wir auch zum nächsten Tatort. Das bringt mir so alles nichts. Nun, es bleibt uns nur noch der Kleiderschrank. Richtig. Bostroff, was befand sich im Kleiderschrank? Schlüssel. Damit dreht Kostschaff sich zu Mills, der auf dem Boden kauert. Er schiebt sich wieder vor die Kamera oder vor die Arsch, falls er das Handy mittlerweile wieder rausgekramt hat. Recht prompt wieder an, zieht ihn auf die Beine. Los, komm jetzt. Haben Sie das gehört? Jemand ist unten. Ich habe jemanden unten laufen gehört. Ist Ihre Mutter da? Das muss sie sein. Das muss sie sein. Oh, sie wird wütend sein. Sie wird wütend sein. Oh, sie wird mich bestrafen. Nicht wieder die Zigaretten. Nicht wieder die verdammten Zigaretten. Aber sie wird auch auf sie wütend sein. Sogar noch viel mehr als auf mich. Jenna, passen Sie auf, dass er nicht wegläuft. Ich guck Cats mit großen Augen an, guck auf die Fußfessel, guck ihn wieder an, zuck mit den Schultern. Können Sie es nicht riechen, Herr Staatsanwalt? Können Sie die Zigaretten nicht riechen? Stehen Sie auf, Mr. Mills. Joshua,
Du kannst tatsächlich Zigaretten riechen. Aber nicht von unten. Es ist dir vorhin nicht ganz aufgefallen. Es war nur so eine kurze Irritation, als du die Treppe hochgegangen bist. Aber jetzt riechst du deutlich diesen widerlichen, beißenden Zigarettengestank, den du deine ganze Kindheit lang so gehasst hast. Ja, mich durchläuft ein Schauder. Ich schüttel das so ein bisschen von meinen Schultern ab und drehe mich nochmal so ein bisschen um. Schau mal, ob irgendjemand hinter mir steht und drehe mich dann so mit dem Rücken zu einer Wand, dass ich dann niemandem im Weg stehe und dass ich auch niemanden im Rücken habe. Schau dann nochmal so ein bisschen angewidert, das kann man jetzt tatsächlich erkennen, zu Jenna und auch in die Richtung, wo er seinen Flachmann unter dem Jackett verborgen hat. Dann kann man tatsächlich sehen, wie die Gesichtsausdrücke kurz entgleisen und dann versucht er sich wieder den Blick anzugewöhnen, den er den restlichen Tag über auch aufrechterhalten hat. Alles in Ordnung, Mr. Katz? Ja, alles in Ordnung. Riecht sonst außer Ihnen jemand Zigaretten? Nein? Nein, ich rieche nichts. Gut, macht auch gar keinen Sinn. Komm, stehen Sie auf. Wir müssen uns das Schlafzimmer anziehen. Wir sollten da nicht reingehen. Das ist Mutters Zimmer. Mutter wird sich freuen. Wir können es für sie aufräumen. Mutter wird sich nicht freuen. Mutter hasst es, wenn wir in ihr Zimmer gehen. Nur mal ein verunsicherter Blick in Richtung der Treppe, ob da jetzt irgendjemand knatschend nach oben kommt. Na los, Jenna. Bringen Sie ihn jetzt in den Kleiderschrank, damit er irgendwelche Flashbacks bekommt. Los. Ich packe ihn so am Kragen und ziehe ihn hoch und sage, jetzt komm, Mills. Bei deiner Mama gehen die Männer doch sowieso im Schlafzimmer ein oder aus. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Und Sie sollten da auch nicht rein. Da drin werden Sie nichts finden. Nichts, was Ihnen weiterhilft. Da drin werden Sie... Das wird eine große Enttäuschung. Glauben Sie mir besser, das wird eine große Enttäuschung für Sie. Ja, ich würde einfach vorgehen, die Tür aufmachen und in das Schlafzimmer gehen. Und sich dann umdrehen zu den anderen. Ich schieb Jenna halt hinterher, packe ihn hinten so am Kragen. Und schieb ihn sehr direkt, wieder so kurz bevor immer wieder hinfällt, ins Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist der erste Raum in der ganzen Wohnung, der nicht nur einigermaßen, der nicht nur unverwüstet ist, sondern der auch keine Verfallserscheinungen trägt. Ganz im Gegenteil. Es sieht sogar nach einem gut hergerichteten Schlafzimmer aus. Es ist zwar kalt und ein bisschen zugig, fast so, als würde hier irgendwie Luft von draußen in den Raum eindringen. Es ist auch ein bisschen Wasser, das von der Decke entlang einer Wand ein bisschen an der Wand herunterläuft. Aber das Bett ist perfekt gemacht, genau auf Kante. Gelegte Bettdecken, die Überdecke, die Zudecke und dann nochmal eine Tagesdecke oben drüber. Der Teppich, der unter dem Bett liegt, sieht so aus, als hätte jemand mit einem Kamm die Fransen und Borsten gerade gezogen. Sagen Sie mal, Katz, steht in Ihren Akten irgendwie drin, dass dieser Raum so gepflegt ist? Arsch? Steht in der Akten? Keine Angaben, Sir, zu dem Raum. Schlafzimmer steht in den Akten, Sir. Aber es steht auch nicht verwüstet. Ich hatte mir das ja damals angesehen, bei der Begehung. War das damals auch schon so oder hat sich das verbessert? Du bist ja nicht sicher. Also, die Begehung, die du als Teil des staatsanwaltschaftlichen Teams gemacht hast, war so eher so, man geht durch die Räume und liest währenddessen nochmal quasi die Berichte. Ja, also immer nur mit Blick auf den Unterlagen und nicht mit Blick auf den Räumen.
Genau, und was sich in den Berichten befindet, bezog sich alles auf den diesen begehbaren Kleiderschrank, wo der Leichnam von Soraya Nadell gefunden wurde. Ja, was glauben Sie denn? Glauben Sie denn, dass hier irgendwie Kinder neue Betten reingeschoben haben und nochmal kurz tapeziert haben? Was ist das für eine Frage? Also zwei Details, Joshua, sind da, die, die dir auf jeden Fall spanisch vorkommen. Das wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und zwar liegen auf dem Nachttisch neben dem Bett liegt eine Packung Virginia Slims. Eine Zigarettenmarke, ein Päckchen Zigaretten in so einer ganz, ganz alten Zinnbox-Verpackung. Also quasi direkt aus den 70ern per Zeitreise ins Jahr 2015 transportiert. Es liegt da, es ist offen, es fehlen einige Zigaretten und daneben steht ein halb leer getrunkenes Glas Rotwein. Sieht und das Zimmer generell aus, als könnte es aus dem Jahr 2000, aus dem Jahr 1970 sein? Nee, überhaupt nicht. Also das ist der, okay. Ja, ich würde trotzdem sagen, nicht, was ich gesagt habe. Also, dass das so im Raum stehen. Ja, ich verziehe so eine Augenbraue, bin sehr ungläubig, dann gucke ich Kostrov an und versuche von ihm eine Bestätigung zu kriegen, dass das hier nicht normal sein kann. Ja, Kostrov schaut sich die Szene ebenfalls an. Man sieht merklich, wie so sein Kopf, also der Kopf so nach hinten wandert, wie als ob er so zurückgestutzt, so einen Schritt nach hinten macht, allerdings nur so eine Kopfbewegung, die so nach hinten wandert. Greift die Augen zusammen, guckt sich das nochmal an, schüttelt so merklich den Kopf und blickt dann auch mal die anderen an, die genauso einen belämmerten Gesichtsausdruck machen wie er. Und schaut wieder in den Raum rein und sagt dann aber nichts. Kunal sucht mit seinem iPad in den Akten nach Virginia, nach dem Wort, und hofft, dass er vielleicht etwas findet, dass Zigaretten beschlagnahmt worden sind zur näheren Untersuchung oder Aschenbecher. Du findest nichts dergleichen. Du bist dir aber auch nicht ganz sicher, ob außer dir und Joshua jemand diese Zigarettenschachtel sehen kann, denn die scheinen überhaupt nicht auf diesen Nachttisch fixiert zu sein. Der Einzige, der richtig fixiert auf den Tisch ist, ist dein Chef. Dann gehe ich zu dem Nachttisch und greife nach den Zigaretten. Nichts anfassen. Nichts anfassen. Machen Sie erst ein Foto. Ich gehorche brav, mache erst ein Foto und schaue auch auf das Foto, ob ich die Zigaretten darauf sehe, nachdem ich fotografiert habe. Ja, du siehst es. Du siehst genau das. Und das wundert dich sehr. Also diese Kippenschachtel, die sieht uralt aus. Ich nehme ein Taschentuch aus meiner Westentasche raus und greife mit dem Taschentuch nach den Zigaretten. Okay. Wenn ich mich irritiert umdrehe, um zu sehen, was Minaj da macht, was sehe ich? Er hält den Wecker, der da auf dem Nachttisch stand, in der Hand. In einem Taschentuch wahrscheinlich. Ja, mit spitzen Fingern und einem Taschentuch. Und übrigens von deinen Hemdsärmeln trieft immer noch die schwarze Flüssigkeit. Minaj, was machen Sie da? Ich schaue mir etwas an. Helfen Sie mir lieber, Mr. Mills zum Kleiderschrank zu bekommen und legen Sie den Wecker weg. Jetzt bin ich wahrscheinlich spätestens irritiert, nehme ich an. Ja, du bist irritiert. Warum solltest du einen Wecker? Warum solltest du einen Wecker in die Hand nehmen? Aber du hast einen Wecker in der Hand. Okay, ich schaue auf die Uhrzeit. Er muss irgendwann mal mitten in der Nacht stehen geblieben sein. Das ist kein Wecker mit Datumsanzeige. Nee, es sieht relativ oldschool aus. Keine Tagesanzeige.
Okay, ich stelle verwirrt den Wecker wieder hin, wische mit dem Tuch noch ein bisschen die schwarzen Flecken ab, schaue zu Mr. Katz rüber. Mr. Katz, ein Wecker, sage ich nur. Ein Wecker? Geben Sie mir mal eine. So Wecker. Hinter euch beiden ertönt Mills Stimme. Relativ gefasst, relativ leise. Joshua, du kannst es deutlich hören. Die anderen vielleicht nicht ganz so deutlich. Mach dir keine Sorgen, Joshi. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man seine Mutter umbringen will. Dann drehe ich mich in Zeitlupe um. Steht er da alleine oder hat den Kostroff oder so? Oder Jenna, haben die ihn irgendwie unter Bewachung? Ich schüttel dann einfach nur mit dem Kopf. Dreht nochmal einen halben Schritt zurück, stoß dann gegen das Bett, was da steht, erschreck mich einen halb und guck ihn dann wieder an. Die Hammerer, wir sind hier fertig. Bringen Sie ihn nach unten. Warten Sie. Kostroff und Jenna, helfen Sie meinem Patienten bitte noch einmal ins Schlafzimmer vor den Kleiderschrank und tun Sie ihm nicht wieder weh. Wir sind hier fertig. Mr. Katz, Sie sollten sich das ansehen. Franklin nickt enthusiastisch. Ja, wir sind hier fertig. Wir sollten jetzt gehen. Das habe ich doch gesagt. Mutter wird gleich zurück sein und sie wird wütend sein. Lassen Sie sich doch von diesem Wahnsinnigen nicht provozieren, Herr Staatsanwalt. Ja, haben Sie ihm irgendwann mal meinen Vornamen verraten? Ich? Natürlich nicht. Das wäre höchst unprofessionell. Jenna? Nein, Sir, aber so mediengeil wie Sie sind, es gibt Fernseher im Gefängnis. Ich habe Kopfschmerzen. Soll ich Ihnen etwas bringen, Mr. Katz? Nein. Machen Sie das jetzt fertig. Ich warte im Flur auf Sie. Ich krieg den Zigarettengeruch hier nicht raus. Kommen Sie, Mr. Mills. Und damit geht Dr. D. Hamrill zum Kleiderschrank. Und ich nehme an, die Türen sind verschlossen. Sekunde. Ja, draußen auf dem Flur könnt ihr noch hören, wie die Terrassentür oder die Balkontür aufgeschoben wird. Und dann trete ich auch erstmal nach draußen und schaue dann in die Siedlung. Hol erstmal frisch Luft. Kunal geht Mr. Katz hinterher. Mr. Katz? War das jetzt ein Wecker oder waren das Zigaretten? Mr. Katz, Sie haben auch die Zigaretten gesehen. Nee, die anderen sagten doch irgendwas von einem Wecker. Mr. Katz, es waren Zigaretten, dann war es ein Wecker. Mr. Katz. Ja, leise. Ich habe Sie verstanden und ich habe auch Zigaretten gesehen und ich weiß nicht, warum Sie was von einem Wecker reden. Alle anderen haben von Weckern geredet und ich sah erst Zigaretten wie Sie, Mr. Katz, und dann sah ich einen Wecker, Mr. Katz. Ich schau auf dem Bild nach. Ich hab das Bild. Ja, zeigen Sie mal her. Ich suche die Stelle. Du suchst das Foto? Ich suche das Foto, ja. Du hast ein Foto von einem Wecker aufgenommen. Warum auch immer. Das müssen die Dämpfe sein. Wir waren doch beide im Badezimmer mit diesem Schweröl. Da sind irgendwelche Dämpfe hochgestiegen. Schwefel, Phosphor. Ich kenne mich mit diesen ganzen chemischen Sachen nicht aus. Mr. Katz, welche Marke haben Sie gesehen, Mr. Katz? Was war für eine Marke, Mr. Katz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sie nur aus der Entfernung gesehen, aber es war so ein kleines Schächtelchen aus Metall. Es waren Virginias. Ja, wenn Sie es jetzt so sagen. Warum sollten wir, wenn wir halluzinieren durch diese Dämpfe, warum sollten wir das Gleiche sehen?
So, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, atmen Sie ein bisschen durch, Brust raus, Rücken gerade und dann einmal tief. Ja, Mr. Katz. Ja, Mr. Katz. Kunal, wie er das da so erwähnt, dass ihr bei dem Bad wart, vielleicht die Dämpfe. Ihr seid auch die Einzigen, die dieser Badewanne richtig nahe gekommen sind. Und du hast doch diesen Sog gespürt. Und mit dem Sog kam so eine Neugier über dich. Es war nicht nur so ein physisches Gefühl, so ein physischer Sog, der deinen Arm immer tiefer gezogen hat, sondern es war deine aufbrandende Neugier. Dir war fast so, als hättest du vielleicht mal mit beiden Armen da rein, vielleicht mal das Gesicht unter die Oberfläche drücken sollen, mal da richtig tief reinschauen. Es war vielleicht so wie, wenn man am Abgrund steht und denkt, man müsste springen. Ja, so ein Gefühl hattest du schon mal. Du hattest es schon mal, als du die Wolkenkratzer gesehen hast. Über der Skyline von Detroit. Diese himmelhohen, bis in die Wolken reichenden, schwarzen Türme, Tempel unter einem nachtschwarzen Himmel. Ich hätte nur einen Schritt machen müssen. Nächstes Mal bin ich mutiger vielleicht. Was reden Sie? Ich rede gar nichts. Ich denke, Mr. Katz. Wenn Sie jetzt hier noch einen Schritt machen, dann fallen Sie übers Geländer. Das sollten Sie nicht tun. Das hat auch nichts mit Mut zu tun. Nein, Mr. Katz. Mir ist was eingefallen. Eine alte Geschichte. Persönliche alte Geschichte. Ja, reißen Sie sich ein bisschen zusammen. Wir sind hier aus beruflichen Gründen und was Sie in Ihrer privaten Freizeit machen, interessiert mich gerade nicht. Sie sind bestimmt mehr gewohnt als ich, Mr. Katz. Entschuldigung, Mr. Katz. Für mich ist das nicht so alltäglich. Warten wir, was die anderen drin im Schrank entdecken und dann raus hier. Aiden, Felix, ihr steht da, während die beiden anderen... Aiden, Felix und Caleb, während die beiden anderen den Raum verlassen, steht ihr da vor dem geschlossenen, begehbaren Kleiderschrank. Und als ihr langsam darauf zugeht und jemand die Hand nach der Türknauf auslegt, könnt ihr plötzlich Panik aufsteigen sehen. Richtige Panik bei Franklin. Er robbt auf Knien an euch heran und fleht euch an. Bitte tötet, bitte öffnet nicht den Schrank, bitte, ich will das nicht sehen, ich will nicht sehen, was dahinter ist, bitte öffne den Schrank nicht, bitte. Wo ist jetzt Minaj mit dieser scheiß Kamera? Ich würde die Tür loslassen, mich zu Mills runterbeugen und ihn fragen, was glauben Sie, was wir sehen würden hinter dieser Tür, Franklin? Sie ist hinter der Tür. Sie war böse und Mutter hat sie bestraft. Sie hat sie einfach eingesperrt und dann hat sie sie darin gelassen. Sie ist verhungert, verdurstet, elendig, verreckt. Bitte, ich will das nicht sehen. Bitte machen Sie nicht die Tür auf. Ihr Name war Lisa, nicht wahr? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, ich will nicht sehen, was hinter der Tür ist. Bitte machen Sie nicht die Tür auf. Ich sage Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Alles. Ich kann Ihnen alles sagen. Franklin, haben Sie keine Angst. Das ist lange, lange her.